Hallo, mein Name ist Matthias. Wie du siehst, an meiner Kleidung, ich bin auch Yoga-Lehrer, Meditationslehrer. Das hat mir ganz viel gebracht. Ich mache schon 20 Jahre Yoga-Meditation für meinen Körper, für meine Gesundheit, für Klarheit im Geist. Aber was ich gemerkt habe, es wird noch Mitte von meinem Weg, es haben sich gewisse Blockaden mir gezeigt, und ich bin mir bewusst geworden, dass ich irgendwelche Verletzungen vom Sport von früher noch, oder emotional Sachen, die einen berührt haben im Leben, dass der Körper an gewissen Punkten nicht mehr so gut funktioniert. Und dann habe ich das System entdeckt, das sogenannte Zellreaktiv-Training. Und das schafft mit Redator. Da gibt es zwei Farben, blau und rot. Und die helfen, die Energie zu lenken im Körper. Der Energiefluss ist ganz wichtig. Und nachher auch der Zellen, deshalb heisst es Zellreaktiv-Training. Der Zellen soll den Spiegel vorhalten, du funktionierst nicht mehr richtig. Und wenn die Zelle das erkennt, fangen sie wieder an, besser zu funktionieren. Als Beispiel, konkretes Beispiel, die linke Schulter von mir hatte einen Skiunfall gehabt, schnell gefahren, bremst und nachher auf die Schulter geht, Stöcke geklemmt, und das hat natürlich einen rechten Schlag gegeben und habe die Schulter einen Monat, zwei nicht mehr gut können bewegen, gibt eine Schonhaltung und das bleibt so ein bisschen gespeichert. Es gibt dann immer ein bisschen so die chronischen Beschwerden. Um das zu lösen, ist die Möglichkeit, dass man auf die ganze Seite, linke Seite trainiert. Das ist Teil des Nervensystems, also eine blaue auf die Innenseite des Fuß, eine rote auf die Außenseite des Fuß. Strom fließt, alle Zellen brauchen Strom, das ist wie ein Handy oder ein Motor, braucht Energie. Innenseite vom Körper nach oben und Außenseite vom Körper nach unten. Also jetzt fließt ganz mehr Strom auf die linke Seite. Das ist die sogenannte Halbkörperanlage, da kann man das verkürzen. Der siebte Halswirbel vorne fließt nachher mehr jetzt in die linke Oberkörper oder linken Arm. Und nachher dort, wo die Blockade ist, das kann man herausfinden mit dem Puls. Dort sollte der Strom im Arm, sollte der Strom von innen nach außen durchfließen. Und das, die Querverbindungen sind verantwortlich für Rotationsbewegungen. Und wenn man jetzt hier, wo der Schlag ist, bewegt sich der Arm nicht mehr so gut, die Schultern. Die aufklebt, von blau nach rot, fließt wieder mehr Strom sofort durch den Körper, durch die Schultern, und die Bewegungs- und Rotationsfähigkeit auf der Schulter ist sofort wieder besser. Das kann ich austesten, bemerke, wir sind am richtigen Ort. Du spürst es selber aus, das elektromagnetische Feld hat sich verändert, die Schulter geht fühlbar bis zurück, und Bewegungen sind wieder möglich und aus bewegungsfrei, sagen wir, werden mit der Zeit auch schmerzfrei. Und so funktioniert das System. Also wenn du zu mir kommst, machen wir die Tests, passiven Körpertest, finden heraus, wo die Blockaden sind. Die nach dem Hirn, es gibt ein Bewegungszentrum, dass das auch noch ein bisschen lernt oder mehr Strom da hinfließt. Auch noch zwei aufkleben auf der gegenüberliegenden Seite. Die das verschütteln, dass der Körper passiv und das Hirn, das Nervensystem passiv trainiert wird. Und dann, manchmal schon bei einer Anwendung, lösen sich die Blockaden auf, oder wir sagen Plan B, und die Schutzhaltung, die gespeichert ist, auch im Kopf, im Hirn, löst sich dann auf. Und wenn es chronische Beschwerden sind oder auch wenn wir mit Organen anfangen zu arbeiten, dann empfehlen wir das Heimtraining, wo du nachher so Redator kannst mitnehmen daheim, und es gibt das Heimtrainingsblatt, wo genau aufgezeigt wird, wo sie musst aufkleben, so dass du nachher einfach daheim das kannst anwenden, und nach 28 Tagen ist das wie nachher wieder wie neu, sozusagen. Oder auch die Blockade, Plan B ist aufgelöst und Energie fließt wieder durch. Und so kann man Schritt für Schritt im Körper, Meridian-System oder Bewegungsapparat, im Organsystem, du kannst das Leber erkleben, jedes Organ, in der Nacht oder am Tag, wenn das Organ aktiv ist, im Nervensystem, auch im Kopf, beschleunigt Trauma, bei Narkose oder chemischen Schlägen, also Medikamente oder Drogen, kann das Schäden geben auf der Zelle. Kann man die Blockade finden, das wieder beheben und den Körper wieder, die Zellen wieder reaktivieren. Das hat nachher einen spürbaren Effekt. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier die Schulter sagt, hey, ich habe Schmerzen die ganze Zeit, bitte senden wir nicht so viel Strom. Nachher werden teilweise zum Beispiel die Organe oder das Nervensystem wie abgedrosselt, damit du nicht mehr so viel machst, und es ist eben die Schonhaltung. Aber es hat wie Kollateralschaden, auch dass die Organe vielleicht weniger machen.
Und wenn das wieder gut fließt, das merkst du, wenn du viel bewegst, nachher funktioniert der Motor besser, es hat einen Rückkopplungseffekt. Und umgekehrt, wenn da mehr Strom ist, funktionieren auch die Selbstheilungskräfte im ganzen Körper wieder besser. Also wenn die Organe, die produzieren hauptsächlich den grossen Anteil an Strom. Wenn da mehr Strom produziert wird, mehr Energie im ganzen Körper, funktionieren die Selbstheilungskräfte besser. Zum Beispiel, das letzte Beispiel, wenn du ein Kreuzproblem hast, viele Leute haben im Kreuz, im Rücken, unteren Rücken ein Problem. Und das liegt oft gar nicht am unteren Rücken, sondern es liegt einfach daran, dass du zu wenig Energie produzierst. In 80% der Fälle beim unteren Rückenschmerzen kommt das Problem vom Organsystem. Vielleicht von der Leber, wo Bandscheiben, Muskeln, Sehnen verantwortlich ist. Oder von anderen Organen. Weil einfach nicht mehr genug Energie produziert wird und in der Priorität der Zellen sind Sehnen, Bänder, Knochen nicht so wichtig. Und wo hast du viel Sehnen, Bänder, Knochen? Genau, im unteren Rücken. Und oft ist es so miteinander verknüpft. Also du lernst ja ganz viel über den Körper, wenn du es jetzt gewundert gemacht hast oder du hast ein Thema, eine Beschwerde, wo du denkst, das möchte ich doch mal anschauen oder herausfinden, ob man das auflösen kann, komm zu mir. Wir haben einen sogenannten 1A-Test, wo man kann raustesten, wo sind die Blockaden im Körper, was kann man machen. Und das wäre sicher spannend, wenn dich das interessiert. Das ist auch natürlich dann in deiner Verantwortung. Du musst ja gewisse Zeit und Energie aufwenden. Und es ist ja ganz wichtig, dass der Klient das möchte. Also wirklich ein Bedürfnis hat, vorwärts zu kommen, ein Ziel im Leben. Das möchte ich auflösen. Und dann können wir gemeinsam vorwärts gehen. Und wenn du so ein Ziel hast, möchtest du weiterkommen mit deinem Körper, mit der Gesundheit, melde dich doch bei mir. Ich würde mich freuen, dann zusammen zu arbeiten und zusammen das Thema anzuschauen, die Beschwerden aufzulösen. Ich freue mich, von dir zu hören. Namaste.